Gottesreichen Segen, lieber Mitmensch, hallo. Das Wort wurde Fleisch. Was bedeutet das wohl? Es ist sehr wichtig, dass du mir sehr, sehr aufmerksam zuhörst, lieber Mitmensch, wer du auch bist. Bitte höre genau und mit offenem Herzen zu. Nimm dir die kurze Zeit. Amen. Etwa 700 Jahre vor Christus machte der jüdische Prophet Jesaja eine Prophezeiung. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen geben und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. 700 Jahre danach wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel sagte: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Dieser eine Heilige war wirklich jemand ganz Besonderes. Die Bibel, die von Gott gegebene Heilige Schrift, sagt: Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort, der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Wir entdecken, dass Jesus dieses Wort ist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Und dasselbe ist alles entstanden, durch dasselbe ist alles entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. 700 Jahre bevor er geboren wurde, beschrieb der Prophet Jesaja diesen Heiligen so: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Gott hat auch einen Propheten namens Micha berufen, der schon 730 Jahre vorher wusste, wo der Heilige geboren werden sollte. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Jesus sagte von sich selbst: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Josef war außer sich darüber, dass Maria ein Kind erwartete, denn es war nicht von ihm. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einem Traum und sprach: Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Weiter heißt es in der Bibel, dass Josef Maria nicht erkannte, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, dem Sohn, dem Josef den Namen Jesus gab. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Es ging aber auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren,
und da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Die Bibel vermerkt dazu: Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Diese gute Nachricht wurde Hirten auf einem nahegelegenen Feld von Engeln mitgeteilt. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Er ist der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten. Schon im Alter von 12 Jahren fand man ihn in Jerusalems Tempel, wo er den Gelehrten zuhörte und sie befragte. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und seine Antworten. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Dann trat Johannes der Täufer auf und predigte: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. So stellte der Täufer Jesus, der Feld, vor: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dann wurde Jesus getauft. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er erwählte Männer, ihm als seine Jünger zu folgen, und einer von ihnen war ein Teufel. Jesus forderte seine zahlreichen Zuhörer heraus: Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus stellte die frommen Heuchler bloß. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Er ermahnte die Leute, Gott nicht, aber Menschen zu fürchten. Er ermahnte die Leute, Gott nicht, aber die Menschen zu fürchten. Genau. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Warum er in die Welt kam, erklärte Jesus so: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu stellt die Bibel fest, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Jesus spricht: Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Er erweckte Lazarus aus dem Tode, der schon 4 Tage im Grab gelegen hatte.
Lazarus, komm heraus. Jesus tat kund: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus tröstete seine Anhänger: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Seine Jünger fragten: Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus antwortete: Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Es wird Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Falsche Christusse und Propheten werden auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen. Die Massen werden verführt werden. Die Menschen werden in Ohnmacht fallen vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Das ist hochaktuell. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen die jene Tage verkürzt werden. Und dann werde sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus prophezeite seinen Jüngern auch, dass ihm schon sehr bald widerfahren würde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Einer seiner Jünger betrog ihn. Judas verriet den Sohn Gottes mit einem Kuss. Diese Truppe nun und ihre Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Er wurde zu Unrecht angeklagt, gefoltert und zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der Herr sagte zuletzt: Es ist vollbracht. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und legten ihn in eine Grabhöhle. Am ersten Tag der Woche kamen drei Frauen zur Grabstätte. Doch Jesu Leichnam war verschwunden und Engel verkündeten ihnen die frohe Botschaft: Er ist auferstanden. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Als Jesus zum Himmel emporgehoben wurde, kamen zwei Engel und sagten zu den Jüngern: Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren. Wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Genau. Jesus sagte: Ja, ich komme bald. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Höre genau zu. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. In dem Namen Jesus sollen sich die Knie all derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.